So, jetzt sind wir wieder zurück hier bei Pokémon Schwert und Schild, der Zaubertausch-Nuzlocke-Challenge. Und bisschen Abfuck, wir haben immer noch nur drei Pokémon. Und müssen jetzt gleich in die Feenarena. Ja, gut. Ja, gut. Gefällt mir halt überhaupt nicht, aber was sollen wir machen? Kann sein, dass es bei der Feenarena vorbei ist, aber muss halt auch nicht wiederum sein. Haben wir überhaupt genug Items zum Heilen dabei? Ja, sieht gut aus. Diese Beleber-Dinger könnten wir theoretisch alle verkaufen. Weil die brauchen wir ja nicht. Eigentlich sollte ich Toxel, glaube ich, trainieren. Aber na gut, ja. Weiß ja selbst nicht, was ich hier mache. Maschok vorne zu behalten, ist ganz schlechte Idee. Maschok wollte ich auch nochmal Schaufler beibringen wegen Flunkiefer in der Fena-Arena. Die hat nämlich einen Flunkiefer. Das ist ja Typ Bohnen. Typ Stahl. Schwäche. Bohnen. Leute, ich bin so überfordert jetzt hier mit dieser Challenge. Also, dass es so schwer wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, es ist ja nicht schwer, aber die kratzen halt alle ab, Alter. Ich schwöre, am Ende, im Finale stehen wir nur mit einem Pokémon da. Und dann wird es ein One-Pokémon-Run, Alter. Aber gut. Wie ihr seht, kämpfen wir hier schon mal durch. Zwei Hyperheiler, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Und wir nehmen natürlich jeden Gegner mit. Ist ja klar. Warum ist Marschock immer noch vorne? Oh, Zauberschein. Wir können uns auf jeden Fall nicht leisten, Marschock zu verlieren. Aber das Ding sollte uns auf jeden Fall nicht killen. Lamelux, was zur Hölle ist das? Aber gegen sowas hätten wir natürlich auch Toxe antreten lassen können gerade. Ich weiß gar nicht, was für Attacken der drauf hat. Muss mal gleich. Ah, das Kackding. Ja, Junge. Ist doch alles nicht sehr effektiv. Der schläfert uns auch locker ein, oder? Ne, der geht für den Gigasauger. Nice, Toxel erreicht Level 28. Wann entwickelt sich das Ding eigentlich? So starke Pokémon-Trainer wie dich findet man seltener als kostbare Pilze.
So ist dieser Typ, der diesen Pilz sucht, war. Ja, der Pilz geht mir richtig auf den Senker. Alejandra! Und eine Großwurzel. Stärke KP, stehende Attacken, okay, alles klar. Der ist doch cool. Ein Doppelkampf. Okay. Also ein Doppelkampf, ja. Ja, die bleiben halt vorne so. Ich möchte Toxin noch nicht kämpfen lassen, ne? Alter, der hat sogar einen Finsterball in der Hand und die anderen Superball, Alter. Also das Spiel ist eigentlich, ich weiß gar nicht, was die Leute gegen die Grafik haben, so. Als ob die Gegner früher Bälle in der Hand gehabt hätten, ne? Ist doch schon Fortschritt. Also sieht auf jeden Fall nicht aus wie 3DS geklaut. Leute sagen immer, es sieht aus wie auf dem 3DS, es sieht überhaupt nicht aus wie auf dem 3DS. Ja, also schon ein bisschen, aber nicht so. Komm. Den verstecken wir erstmal mit Schaufler. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal mit Kia, Kaskade auf Kia, damit das Ding auch erstmal weg ist. Sehr gut. Ich glaube, du kommst nicht zum Zug, Marschock. Die DLCs kommen übrigens bald raus, wa? Freut ihr euch schon darauf? Also ich bin sowas von gehypt auf jeden Fall. Werden auch direkt LPs zu kommen. Wenn sie rauskommen direkt. 0 Uhr werde ich bestellen, dann direkt eine Folge aufnehmen und die dann auch direkt hochladen, so, damit es auch direkt passend da ist. Ja. Auf jeden Fall. Muss gegönnt werden auf jeden Fall. Ja klar, ist wieder mal 30 Euro extra. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich in dieses Spiel gepumpt habe. Ich meine, ich habe jetzt schon beide Teile. Das sind jeweils 100 Euro. Dann halt die Home-Miete, Alter, an Pokémon Home immer noch. Sind auch ja jährlich irgendwie 20 Euro oder so. Ja. Dann halt noch die Erweiterungspacks dazu. Kommt man halt auch schon so auf 150 Euro insgesamt. Aber gut, ist halt Pokémon, so war. Fans zahlen gerne. Alter, hier muss es doch noch irgendwo einen Gegner geben. Ich gehe nicht einfach so in die Arena, ohne Spaß. Aber ich habe mich besiegt. Muss auf jeden Fall noch ein bisschen gegrindet werden. Und hier liegen auch noch überall Items rum. Weil wie gesagt, ohne Spaß, Alter, mit drei Pokémon. Das eine kann nicht mal kämpfen, der andere ist total anfällig.
Nee. Never. Never, never, never. Gegen die will ich ja kämpfen. Aber von hier aus kann man nicht gegen die kämpfen, wa? Ah, hier geht's hoch. Eleona! Was ist das für... Digga, die Namen werden immer kranker. Okay, der Typ ist Psycho. Wir riskieren keinen Tod mehr. Sorry. Auf keinen Fall riskieren wir noch einen Tod. Drecksvieh. Senkt einfach meinen Angriff. Alter, übertreib's nicht. Jetzt ist er schon stark gesenkt. Dank Regentanz hat's aber trotzdem gereicht. Jetzt kommt wahrscheinlich noch die weibliche Version, ne? Eine männliche Version, oder ist doch beides dasselbe gewesen, oder? Komisch. Die waren doch jetzt gerade beide männlich, oder? Ja, und Toxe entwickelt sich. Das Ding müssen wir halt auf Angriff machen, wa? Aber halt eine gute Giftattacke wäre halt schon nicht schlecht, Alter. Haben wir sowas? Nein, natürlich haben wir sowas nicht. Fucking Säure bringt gar nichts. Säure bringt halt wirklich überhaupt nichts. Ah! Dann halt noch dieses scheiß Wesen, Mann. Aber immerhin wird die Spezialverteidigung eventuell gesunken. Leute, das gefällt mir einfach gar nicht. Okay, ich würde sagen, wir scheißen jetzt mal auf die Items und verlassen diesen Wald. Erstmal ins Poke Center. AP heilen. Unsere drei Pokémon hier, Alter. Und dann gehen wir zum Mister hier. Verkaufen
verkaufen wir erstmal diese ganzen Beleber. Was hast du noch so im Angebot? Warum ich eigentlich immer Bälle kaufe, Alter, keine Ahnung. Digga, die Poképuppe. Wir hatten zwei Stück davon, Alter. Die hätten uns bei Rizeros letztens geholfen, Mann. Dann wäre Rotomo, Alter, und Diktri. Gibt's doch alles nicht, Mann. Einfach nicht nachgedacht, die, diese Tode hätten wir eigentlich alle vermeiden können. Gibt's hier nicht noch eine Erholung? Gibt's hier nicht noch irgendeine Route, wo wir ein Pokémon holen können? Ist eigentlich der Schlimmerwald schon offen, weil da haben wir halt noch nichts gefangen, so war. Leute, wisst ihr was? Wir gehen mal kurz zum Schlimmerwald, aber ich glaube, der ist nicht offen, oder? Aber es bringt uns halt auch nicht viel, weil das Pokémon dann auf Level 4 oder so ist. Ja, der ist halt einfach noch nicht offen. Junge, ist das alles ätzend. Dann müssen wir uns wohl unseren Schicksal stellen. Gehört sogar, Morpeko kriegt immer noch Respekt, mehr Respekt vor dir. Moment mal, Morpeko. Willst du etwas sagen, dass du Pankorn magst? Das ist unser Gegner in der Arena-Challenge, ist dir das klar? Na schön, was soll's, weißt du was? Ich geb dir meine Liga-Karte. Endlich mal wieder eine Person, die ihre Liga-Karte uns persönlich gibt, Mann. Auch nichts geklaut hier. Sie ist ein Zeichen dafür, dass ich dich als mein Rivale anerkenne. Schließlich habe es außer uns nicht viele so weit geschafft. Wir sehen uns am Ende der Arena-Challenge als Gegner, klar? Mal gucken, ob wir jetzt hier überhaupt überleben, Mann. Ich habe so eine Bammeln. Simperball, nice. Ja, echt faszinierend, was in so einem Pokéball steckt. Alter. Na gut, jetzt wird's ernst. Oh, jetzt kommt die Gruseloma. Du bist ja, da bist du ja, Kindchen. Und du hast immer noch viel zu wenig Pink an dir. Sei's drum, meine Arena-Mission ist gleichzeitig auch ein Vorstellungsgespräch. Ich bin nämlich auf der Suche nach jemandem, der meine Nachfolge als Arena-Leiterin antritt. Du wirkst verunsichert, Kindchen. Keine Sorge, ich werde dich schon nicht den Kopf abreißen. Du musst lediglich ein paar Fragen beantworten und dabei gegen andere Trainer bekämpfen. Das wird ein Kinderspiel, du wirst schon sehen. Es gibt nur einen kleinen Haken. Für jede falsche Antwort, die du gibst, sinken die Statuswerte des Pokémon, das gerade für dich kämpft. Dafür erhöhen sich seine Statuswerte aber auch, wenn du eine Frage richtig beantwortest. Warum das so ist, fragst du? Nun, Feen-Pokémon verfügen über unerklärliche Fertigkeiten. So, dann wollen wir doch mal sehen, wie du dich schlägst, Kindchen.
Ich hab wirklich Bammel, Alter. Die hat es richtig erkannt. Junge, wenn wir jetzt hier verkacken, ich will auch kein Pokémon verlieren, das ist ja das Ding. Eigentlich will ich gar keins mehr verlieren. Nicht mal das möchte ich. Ich möchte weder verlieren, noch ein Pokémon verlieren. Weil wenn wir diese Pokémon verlieren, ist die Challenge beendet. Und wenn wir verlieren, dann verlieren wir halt. Das geht hier um Leben und Tod. Also dann, wollen wir doch mal sehen, ob du das Zeug zum Feen-Arena-Leiter hast. Ich trainiere nicht mal Feen-Pokémon. Ich hab Marshock, du vorne gelassen war. Nee, Garados. Gut. Garados muss jetzt hier noch ein bisschen grinden, damit er die Arena am Alleingang auch schafft. Ich mach mal Toxicity rein. Der braucht halt auch ein bisschen Eigentraining. Weil vielleicht kann er uns noch aus einer bremsigen Lage retten, ne? Ja, das ist ja schon die Entwicklung, wa? Hä, ja, das ist beides eine Schwachstelle. Gut. Nice. Susanne. Oxo war einfach ihre Nummer. OXO. Alter, wie hat das gemacht? Alter, kann man sich dazwischen nicht heilen? Shit. Ich würde mal sagen, für diese Folge war es dann erstmal. Und wir sehen uns nächstes Mal bei unserem Verderben in dieser Arena. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.